So. Wir müssen wohl hier hin. Oh, so Nebel hier. Okay, was war das? Da war was. Diese blöden Geräusche, echt. Okay. Wo bin ich? Ach, hier war ich doch. Anfangs. Ich muss wahrscheinlich auch hier rein wieder. Ich muss wieder hoch im Aufzug. Gut. Hier haben wir doch alles geschnappt, was wir schnappen konnten. Kann mal einer wieder das Licht anmachen? Nur ein bisschen Licht? Nein, okay. Guck, da war doch einer, da war einer. Okay. Und ich muss ihm hinterher. Okay. Warum folge ich denn? Warum? Ich muss ihm folgen. War ja klar. Okay. Hau bloß ab. Ja. Ich glaube, hinter mir kommt. Ja, klar. Ablenkungsmanöver, hä? Schauen, wie da einer abhaut und dann von hinten anschleichen. Nicht doch! Oh shit! Die sind überall. Da muss ich entlang. Oh, hier waren wir doch. Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ja, und was ist mit mir? Wünschen Sie uns Glück. Und auf mich wird's komplett. Ja? Wir pfeifen auf dich. Wünsch uns Glück. So, dann wollen wir sagen, so, wir nehmen wieder den ersten Speicherstand. Ich benutze, glaube ich, immer so drei Speicherstände, immer wie so einen abwechselnden Rhythmus zum Speichern. Ich denke, drei reichen, oder? Oder dann machen wir lieber vier. Okay. Ja, ich muss wieder ganz raus. Gib mir das Zeug hier. Ja, jetzt fängt schon an. Wir haben zu viel Munition. Oder wartet. Jawohl. Jetzt können wir wieder Munition mitnehmen. Okay. Ah. Plasma-Katamunition. Okay, wir müssen da lang. Das scheint noch verschlossen zu sein. Okay, ja, okay. Ja, verschlossen, okay. Schnell rennen. Rennen. Okay. Du lebst noch! Ohne Kopf! Gibt's nicht, oder? Natürlich nehme ich die Plasma-Katamunition. Das ist immer noch zu wenig. Vor lauter Verfolgungsangst habe ich nicht mehr geschaut, ob es hier was gibt. Nee, scheint nichts dazu. Hier hat's wohl nichts mehr. Dann wollen wir mal weiter. Okay. Was gibt's denn hier Tolles? Gut. Sind wir voll. Unser Inventar ist voll. Ja klar. Schnell raus. Bin ich platt?
Das gehört wohl so zum Spiel. Hoffe ich doch mal. Gut, gut, komm. Gliedmaßen ab. Ja klar, ich muss... Warum muss ich dahin? Lad nach, schnell. Jawohl. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond. Das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie kann. Was war das? Okay. Unheimlich. Ich muss mal kurz. Großes Medipack. Dann wollen wir wieder einen kleinen Tausch machen. Ist ja gut, großes Medipack. Dann wollen wir ein bisschen bei den Frauen spähen, was da geht. Nichts. Die Frauen hinterlassen nichts, keine Gegenstände. War ja klar. So, ich fühle mich schon gleich 3 Kilo leichter. Vielleicht funktioniert dann der Aufzug schneller. Da steigt dann vielleicht schneller, weil ich jetzt leichter bin. Okay. Man weiß nie, wie rum man den Plasma-Cutter heben soll. Kaufen Sie neue Waffen und Gegenstände im Shop. Legen Sie weitere im Safe ab. Oh ja. Gott sei Dank, ey. Das war echt nötig. Man kann Sachen ablegen. Das ist wichtig. Weil wir zu viel davon haben. Oh, Strahlenkanone können wir noch mitnehmen. Slicer mit breiten Strahl und zeitgesteuerte Minen. Impulsgewehr, Anzug Level 2. Ich denke mal, Energieknoten für 10.000 können wir auch noch holen. Okay, was wichtig ist, erstmal da auf Anzug Level 2, denke ich mal. Mit diesem Pyjama kommen wir nicht weit. Sieht schon ein bisschen besser aus. Und eventuell jetzt können wir vielleicht noch eine Kanone kaufen. Munition für Plasma-Cutter. Jetzt können wir auch Munition. Ach so, ja, wir können jetzt mehr Sachen mitnehmen. Oh, da war doch gut, dass wir einen neuen Anzug gekauft haben. Was nehmen wir mit? Strahlenkanone und Impulsgewehr. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Das klingt doch gut. Okay, was haben wir jetzt hier? Medipack klein. Luftkanister klein. Okay. Ich denke mal, das war's erstmal.
Die Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe leer ist. Wechseln. Okay. Schuss. Aber ich bevorzuge die Plasma-Cutter. Ich mag diese Waffe einfach. Aufgabe erfüllt. Kapitel 1 abgeschlossen. Fortschritt speichern auf jeden Fall. Komm, für Kapitel 2 machen wir einen neuen Spielstand. Speichern erfolgreich. Gott sei Dank, Kapitel 1. Hat wohl nie ein Ende. Wir haben so nicht mal ein Ziel. Aufgabe. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Erlebt jemand? Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Chinesemodul. Setzen Sie Chinese ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Zielen L1, Objekte werfen L1 plus Kreis. Jawoll. Ja. Ja. Oh, okay. Aber wir können damit auch gleich werfen. Objekte ergreifen. Okay, habe ich jetzt verstanden. Aber wie sieht es aus jetzt mit unseren... Wir können jetzt wieder 3 Slots mitnehmen. Energie haben wir genug, also lassen wir die Energie da. Wir brauchen erstmal wieder Plasma-Cutter-Munition. Das wäre wahrscheinlich das Wichtigste. So, ich glaube, jetzt sind die aus dem Weg. Wir können jetzt durch. Schemata. Haben Sie Schemata auf dem Shop-Objekt hinzugefügt? Heben Sie Schemata auf, um den Shop-Objekten hinzuzufügen. Das lese ich da wieder mit Dreck. Okay, habe ich es jetzt auf? Flammenwerfer. Ich kann jetzt einen Flammenwerfer kaufen. Gut. Ob ich den brauche, ist die andere Frage. Hey. Sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Aufgabe inaktiv. Natürlich wurde wieder was hinzugefügt. Was war das, was ich gerade aufgesammelt habe? Ich war wieder zu schnell. Gut, was können wir denn... Ich weiß, wir waren gerade eben im Shop, aber... Schauen wir doch mal vorhin mal. Herunterladenes Schema. Flammenwerfer. Okay, 5000 haben wir. Stasepack, Inventar. So, dann würde ich sagen, ein paar kleine können wir doch da lassen. Bewegen. Und bewegen. Okay, 2 kleine, 2 mittlere und ein großes. Das klingt doch gut, oder? So bleiben wir auch mal. Das ist doch der Weg, oder? Ja, natürlich ist das der Weg. Sekundärfeuerwaffen.
Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Sekundär L1 plus R2. Gut, bei uns kann sich jetzt nur von horizontal auf vertikal bewegen. Okay. Schnell durch. Gut. Na toll. Sieht aus wieder wie so ein Art Labor. Impulsprojektile. Nehmen wir Munition noch für das Sturmgewehr. Impulsprojektile. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh ja, klar. Okay. Zeig, was du drauf hast. Hui! War ja klar, nein, nicht doch. Boah, das sind mehrere. Boah. Nachladen schnell. Boah, weg, schnell weg. Boah, wie viele sind das? Plasma Cutter. Oh shit. Also die neue Waffe. Naja. Ist nicht so mein Fall. Ich bleib dann doch lieber beim Plasma-Cutter. Okay, meine Energie scheint wieder halbwegs in Ordnung zu sein. Wer wirkt denn hier? Wirkt doch jemand. Okay, wir müssen runter. Verschlossen. Okay. Stase. Okay. Gott sei Dank haben wir hier Stase-Packs oder Stase-Stationen. Oh shit! Nein! Nein! Oh. Schnell weg! Schnell weg! Schon wieder! Nein! Schnell weg, schnell weg! Immer noch. Nein, nicht nachladen! Und was kriege ich für Munition? Quarantäne aufgehoben. Ja, klar. Quarantäne aufgehoben. Danke. Nachdem ich hier alle Rambo alle besiegt habe. Okay. Ich glaube, das war's erstmal mit den kleinen Medipacks. Was sind das hier für Räume? Videolog. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Okay, war doch ein Stase-Pack.
Wo müssen wir denn hin? Ach, doch hieß die Tür. Wir waren gerade in dieser Tür, waren wir. Oder? Hier waren wir drin. Ja, wir waren gerade hier drin. Es gibt doch mehrere Räume. Ich bin natürlich interessiert, was sich da drin verbirgt. Audiolog. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar. Atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Gut. Galt sich wohl einer auf, dass hier... dass sich Menschen in komischen Gestalten verwandelt. Echt pervers, echt. So. Ich glaube, jetzt hätten wir alles.